Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Arcanum. Im letzten Teil haben wir Schreckliches herausgefunden, etwas Weltveränderndes, und zwar der Schwarzberg-Clan ist verbannt worden, um an irgendwas für Kergan in der Leere zu arbeiten, und das ist schrecklich. Und wie es aussieht, haben die Dunkelelfen das alles von Anfang an geplant, weil sie, wie es aussieht, die Veranlassung des Schwarzberg-Clans, also sie haben das, wie es aussieht, veranlasst. Und wir wissen noch nicht genau, was die Pläne sind, und es hat irgendwas auch mit den Wendigrod-Ruinen zu tun, und es ist alles so verwirrend. Und ja, und Virgil hat uns auch noch verlassen. Es ist wirklich krass. Die Vergangenheit hat Virgil, wie es aussieht, eingeholt, und wir stehen jetzt hier und wissen nicht so wirklich, was wir tun sollen. Ja, so sieht's aus. Und jetzt würde ich sagen, tun wir mal ohne Umschweife. Ja, ich kann mich hier nicht teleportieren. So, jetzt warte mal bitte ganz kurz einen Augenblick. So, jetzt, Entschuldigung, jetzt geht, jetzt funktioniert's. Eine kleine Störung. So, dann können wir uns durchlesen, was wir hier haben. Was wir hier haben, können wir uns durchlesen, natürlich. Ich habe einen Brief von jemandem mit dem Namen Quan Hua gefunden, der Mingorath adressiert war. Daraus ergibt sich, dass der Schwarzbeer-Clan in die Leere befindet und Stenner irgendwie draußen kommen ist, indem er ein unvollendetes Tor benutzte, das die Zwergen gerade bauten. Es hört sich so an, als würde man die Zwerge zu Sklavenarbeitern heranziehen, um Arunax, Arunax an den Weg, die Rückkehr zu bereiten. In der Nachricht wird auch von Wendigrod und einem Versuch, eine Art Maschine zurückzuholen, gesprochen. Also das ist alles sehr abenteuerlich. Und wir müssen jetzt schauen, wie es weitergeht. Ich würde sagen, wir reden einmal mit Gilbert Bates. Und der soll uns da irgendwie helfen. Der kennt sich mit Technologie aus. Und Wendigrod Maschine hört sich nach Technologie an. So, jetzt habe ich mich falsch teleportiert. Weil ich möchte eigentlich erstmal nach Nebelbergen. Und dort möchte ich erstmal das Zeug identifizieren. Virgil hatte ziemlich viel Zeug dabei. Ich hoffe, das ist jetzt nicht alles weg. Das wäre echt blöd. So. So, dann schauen wir mal, was wir da dabei haben. Dann Ring noch. Magischer Ring, nicht schlecht. Welchen nehmen wir denn da? Gute Frage, nächste Frage. So, schauen wir mal, ob wir hier irgendwo noch da ist nichts. Da ist noch was unidentifiziert. Da ist was unidentifiziert. Da ist ziemlich viel unidentifiziert. Oh Mann, ich habe gar keinen Platz. So, du kriegst mal den Ring. Und du identifizierst mir jetzt diese Axt. Das ist eine arkane Axt, das ist gut. So, jetzt schauen wir mal. Du kannst wieder nicht sortieren. Was ist denn los? Warum kannst du denn nicht sortieren? Und ich glaube, die Medispinne werde ich wegschmeißen. Oder verkaufen. So, dann identifizieren wir einfach weiter. Hat jetzt sowieso keinen Sinn. Zack, zack. Und zack. Jo, auf jeden Fall, was ich als nächstes vorhab, ist, dass ich wieder mal ein bisschen was verkaufe, weil ihr seht schon, ich habe definitiv Platzprobleme hier im Spiel. Und so, du auch noch. So, da la. Identifizieren. So und so. Verseuchter Kettenpanzer. Ja, das ist schon recht. Lauter Müllgegenstände. Da haben wir noch eine unidentifizierte Rüstung. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Rüstung verflucht sein wird. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber ich vermute es halt einfach mal. So, kann man jetzt bei dir sortieren? Ja, man kann sortieren. Dann kriegst du mal ein bisschen Kleinzeugs zumindest. So. Dann tun wir den da rein, damit ich ein bisschen von dem anderen Zeug auch noch wegtun kann. Und da das Amulett. So, du bist jetzt randvoll. Und hast du noch irgendwie unidentifiziertes Zeug? Sieht nicht so aus. Sehr schön.
So, dann gehen wir mal zu dem anderen Typen hier und schauen, ob der noch irgendwo was Unidentifiziertes hat. Oh, das Schild, das könnte interessant sein. So. Ein magischer Schild ist das, okay. Und da haben wir eine verzehrende Plattenrüstung. Energie minus 100%, na super. Also richtiger Crap eigentlich. So, und jetzt gehen wir mal nach Tarant und verkaufen wir mal das Zeug. So. Jetzt tue ich mir aber den Schnelligkeitszauber wieder drauf. Ja, weil wenn wir sowieso schon... Ja, das habe ich befürchtet. Oh, du magst dieses Schild, okay. Gut, wie dem auch sei, wir gehen jetzt erstmal Zeug verkaufen. Und dann holen wir uns später Virgil wieder. Der hat ja gesagt, er hat was in Caladon zu erledigen. Das heißt, wir werden einfach mal nach Caladon reisen und gucken, ob wir Virgil finden. Das ist jetzt das einzige Intelligente, was mir einfällt. Aber erst, wie gesagt, verkaufen und Gilbert Bates. So, schauen wir mal. Jetzt, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wofür ich das ganze Geld noch brauche. Egal, das ist der Sammlertrieb eines Spielers. So. So, dann tun wir mal hier sortieren und... So. Die Pfeile, alles rüber. Das rüber. Das heben wir mal noch auf. Und ansonsten... Den Magiestab. Na, den Magiestab soll er erstmal behalten. Dann kann man das Breitschwert hier rüber tun. Okay. Alles klar. Dann handeln wir ein bisschen. So, so, so. So, so, so. Schönheitsmedaille, ja, kann man nochmal aufheben für den Anfang. Schamanenstab. Scrap. Was ist denn das? Ein arkaner Streitkolben. Was? Was? What the fuck? Das ist eine arkane Plattenrüstung. Warum verkauft er die? Ah! Was? Was hat denn der? Was hat denn der für Zeug? Arkanes. Arkane Platt. Arkana. Was? Moment. Hat das was damit zu tun, dass ich, hat das was damit zu tun, dass ich den Ding, draufgetan habe, diesen neuen Patch. Verkauft ihr dann ab Level 50 die, oder verkauft ihr jetzt generell vielleicht das Zeug? Nee, als ich mir die ganzen Tränke geholt habe, hatte der das ja auch nicht. What? Das ist ja keine Plattenrüstung. Seht ihr das? Das ist ein arkaner Schild. Wow. Okay. Wow. Das kaufe ich mir. So, jetzt tun wir erstmal das... Was? Das ist krank irgendwie. Das Zeug kann man nur ganz selten finden und der verkauft das so einfach. Ich bin gerade etwas, wow. Sprachlos. Ach, ich bin überladen. Arkanes Schwert, weg damit. So, und weg mit dem anderen Schmuh. Die Klinge brauche ich auch nicht mehr. Das brauche ich nicht. Das kriegt der Zwerg. Ein geschliffener Saphir brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Auferstehung. Unsicherheit erspüren. Entschärfen. Beirufung, das braucht keiner. So. Der kommt noch weg. Und der und der und der. Genau, das Zeug brauche ich auch alles nicht. Jetzt fehlt es mir erst auf. So, und jetzt tun wir nochmal handeln. Und dann muss ich nochmal gucken, was der jetzt alles hat. Das ist ja krass. Oh, die bengalische Geisel. So, dann tun wir noch mehr verkaufen. Ich bin gerade etwas sprachlos. Boah, die Medispinne war voll teuer. Ein Diamant. Ein schwarzer Diamant. Okay. Schwert der Luft, Magierstab, den Magierstab tun wir jetzt einfach mal weg. Und die arkane Axt, ja, die können wir mal aufheben. Kann es sein, dass du, nee, du magst bei deiner Waffe bleiben, dann verkaufen wir die arkane Axt. Nee, die hebe ich auf. Die hebe ich auf, die arkane Axt ist selten.
Tauschgeschäft. So. So, jetzt schauen wir mal schnell. Was wollte ich jetzt gucken? Ich glaube, die Segnungen haben wir ja noch alle gemacht. Ja, genau. Ich habe den dritten Kreis beendet. Das passt. So. Schönheitsmedaille, ja. Behalten wir noch, haben wir gesagt. So. Dann gucken wir mal, was hat der jetzt alles für uns? Das ist ja Wahnsinn. Der hat hier einen arkanen Helm. Ring der Schatten. Okay, Arkane Ring hat er trotzdem nicht. Das wäre natürlich nochmal geil gewesen. Er verkauft doch eine arkane Axt. Oh, er verkauft ein arkanes Schild. Okay, jetzt nicht für uns, aber... Moment mal, wenn er das jetzt einmal im Angebot hat, wir warten einfach einen Tag, dann schauen wir mal, ob der den Scheißdreck wieder im Angebot hat. Oh mein Gott. Seht ihr, was ich sehe? Seht ihr diesen Stab hier? Das ist der seltenste Stab, glaube ich, im ganzen Spiel. Das ist... Okay, ich zeige euch das nachher, was das ist. Okay, der hat den Schmuh jetzt immer mit dabei. Arkane Handschuhe, alles, das ganze arkane Zeug hat der. Wow. Eine arkane Plattenrüstung, die kaufe ich auch noch. Und ich habe 2 Schicksalspunkte. Wo habe ich den 2. Schicksalspunkt? Ich weiß es nicht. Warten wir mal einen Tag und schauen mal, ob wir dann... Ja, wir werden uns jetzt dann ausrüsten, aber da werde ich dann noch auf Virtual warten, weil den wollen wir dann gleich mit ausrüsten. Ja, hier, ne? So sieht's aus. Ne, den willst du nicht haben. Ja, das kannst du nicht tragen. Das ist die falsche Größe. Das weiß ich schon. So, dann gehen wir nochmal rein. Und jetzt haben wir auch endlich einen Nutzen für unser Geld gefunden. Magische Handschuhe weg. Habe ich jetzt schon einen Tag gewartet? Ich bin mir nicht sicher. Warten wir nochmal einen Tag. Das ist jetzt natürlich hochinteressant. Wir können uns jetzt richtig, richtig, richtig schön einkleiden, sage ich jetzt mal. Also, das muss am Patch liegen. Finde ich etwas zu einfach, weil das Spiel sowieso schon einfach ist. Aber hey, müssen wir natürlich ausnutzen. Und... Wow, Arcana Ring. Scheiße, jetzt geht's hier richtig ab. Ach ja, genau, wir wollten hier auch noch so eine Zauberrolle haben. Da habe ich mich dran erinnert. Schrumpfen, die wollten wir noch haben. Da erkläre ich euch später, für was wir die noch wollen. Sogar einen Arkan durch hat er. Gut, der ist kacke im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben. Okay, ich brauche noch arkane Handschuhe und arkane Helm. Wow, 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 das ist saugeil. Ich zeige euch gleich, was der Stab drauf hat. Dann werdet ihr sehen, warum das so geil ist. So, nochmal arkane Ding. Sehr schön. Arkaner Helm vielleicht auch noch. Na komm schon. Ist hier noch ein arkaner Helm? Da ist noch ein arkaner Ring. Jetzt geht das Geld aber richtig flöten. Das Zeug ist ganz schön teuer. So, warten wir noch einen Tag und schauen wir, was er dann wieder im Angebot hat. Wow! So, Handel. Ne, das ist der falsche Ring. Nichts Neues. So, dann gehen wir mal, reden wir mal mit ihm hier. Dann können wir auch die Axt verkaufen. Wir brauchen jetzt Kohle. Wir brauchen jetzt definitiv Kohle. So, keine Axt, Handschuhe, Schild. Und die Rüstung tun wir mal einfach woanders hin. Und jetzt warten wir noch einen Tag. So, ich habe 2 arkane Ringe. Ich brauche noch einen Helm, Handschuhe. 2-mal Helm, 2-mal Handschuhe. Oh Gott, ich brauche so viel Zeug. So. Da, arkane Helm. Ne, die Handschuhe habe ich mir schon gegeben. Und ich habe die Handschuhe schon. So, jetzt rüsten wir uns mal aus. Jetzt passt mal auf. Wir haben hier den mystischen Helm. Das ist der zweitbeste Helm im Spiel. Und das ist der magische Helm. Ihr seht den Unterschied. Der hat 10 plus 8 und 12 plus 6. Und der hat 10 plus 10 und 12 plus 8. Also der ist definitiv nochmal besser. Und zack, merkt man auch in der Rüstungsklasse, ist auch noch um 2 gestiegen. So, dann haben wir hier Schutzring und mystischer Ring. Die Steigerung vom mystischen Ring ist der arkane Ring. Also den mystischen Ring brauchen wir auf keinen Fall. Der hat überall plus 10 und der hat überall plus, plus 20. Zack, nochmal 6 Rüstungsklasse. Der Schutzring hat Rüstungsklasse 10 und Widerstand Schaden 10. Da ist mir aber der trotzdem lieber. Wow, jetzt haben wir 130 Rüstungsklasse. Das ist ziemlich heftig.
Elfenstiefel. Ich weiß nicht, ob es vielleicht noch bessere Stiefel gibt. Und jetzt der Stab. Jetzt guckt euch mal den Stab an. Das ist ein Magierstab. Der hat Schaden 1 bis 8 und gibt 50 Mana. Und das ist der Arkane Stab. Der hat Schaden 1 bis 8, macht Energieschaden 3 bis 12 und mit magischer Gesinnung macht er nochmal 24 Energieschaden. Also der macht... Ich kenne keine Waffenspiele, die so viel Energieschaden macht. Das ist ja krank. Und gibt 80 Mana. Seht euch das an, wie geil das ist. So. Dann verkauf mal den mystischen Helm und das verkauf mal auch. Und ja, Schutz. Die Ringe hebe ich mal auf. Wenn ich mal Probleme habe und Gegner, die richtig zuhauen. So. Ich brauche theoretisch noch ein paar Arkane Ringe und so Zeug. Aber das mache ich dann später, wenn ich Virtual wieder habe. Ich bin gerade etwas baff, dass... Ich habe mich gerade richtig derb ausgerüstet. Das sieht noch so wenig aus, aber... Wow, das ist, glaube ich, jetzt fast die perfekte Ausrüstung. Moment, 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 Moment. Ich wollte ja noch das hier machen, ne? Das ist jetzt natürlich cool. Was? Wieso haben wir weniger Rüstungsklasse? Was? Nochmal gucken. Rüstungsklasse 15, Rüstungsklasse 9. Ach so. Wenn ich magischer bin, ist die Lederrüstung, wie es aussieht, besser, weil die plus 20 gibt, wenn man stark magisch versiert ist. Und gibt dieselbe Rüstungsklasse auf Schaden, wenn man maximal magisch... Die Lederrüstung ist besser. Was? Die arkane Lederrüstung ist besser? Okay. Jetzt ist mir gerade was aufgefallen, was ziemlich doof ist. Da muss ich jetzt nochmal was gucken. Und zwar möchte ich wissen, ob dieser Magier-Fuzzi unsere Sachen reparieren kann. So, schauen wir mal hier rein. Ich muss irgendjemanden finden, der Rüstung reparieren kann. Weil ich glaube, mein Sog-Bierkrog hat auch eine recht gute Rüstung an. Ja, die hat schon Schaden bekommen. Ich werde die Rüstung im Spiel wahrscheinlich nie wiederfinden. Okay, was hat der? Wow, die ist auch schon ganz schön beschädigt. Ich brauche irgendwann was zum Reparieren für mein Begleiterzeug, sonst haben wir Probleme. So, aber jetzt werde ich erstmal hier das hier wieder zurückgeben. Weil, ne? Wie es aussieht, ist die Lederrüstung ja die beste Rüstung für uns. So. Wie schaut's denn aus mit meiner magischen Gesinnung? Bin ich erst auf 85. Da muss ich dann noch irgendwelche Zauber skillen. Müssen wir noch gucken, was denn noch sinnvoll ist. Was könnten wir denn noch gebrauchen, was nicht ganz verschwendet wäre? Ich wollte da hoch, bitte. So, Bates, dann schauen wir mal. Ihr seid zurückgekehrt. Erzählt mir, was habt ihr herausgefunden? Der Schwarzbär-Clan wurde von Dunkelelfen in die Leere verbannt. Das kann nicht sein. Was sollte das für einen Zweck haben? Die Dunkelelfen haben doch nur auf einen Anlass gewartet, um die Zwerge verbannen zu können. Aber warum denn? Naja, weil Arunax aus der Leere ausbrechen will und die ganze Welt zerstören will. Die Vorstellung, dass ich nur wegen der üblen Machenschaften der Dunkelelfen mein ganzes Leben lang grundlos mit Schuldgefühlen gelebt habe. Ich muss darüber nachdenken. Aber hier, bitte nehmt diese Münzen als Lohn für eure Mühen an. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ja, toll. Na gut, Gilbert Bates ist auf jeden Fall nicht der Schuldige. Und mehr hat er nicht zu sagen. Das heißt, wir gehen jetzt mal zu... ja, Galadon. Und schauen mal, ob wir Virgil finden. Reparierst du für mich? Nee, der redet nicht mit mir. Ich brauche auf jeden Fall jetzt einen Schmied. Einen magischen Schmied brauche ich eigentlich. So, hat der auch cooles Zeug dabei? Irgendwie hat der das nicht, ne? Reparierst du auch? Ne. So. Okay, ja, da können wir den mal mitnehmen. Puh, Magierstab. Puh, mit solchen Sachen tue ich doch gar nicht spielen. Ja, wo war Virgil jetzt nochmal? Wo
war Virgil nochmal? Ich weiß es nicht, wo Virgil war. Irgendwo war Virgil. Ich habe keine Ahnung. Zur weinenden Zwiebel. Gehen wir mal in den Panadi-Tempel und schauen uns dort mal um. Der müsste da oben links irgendwo gewesen sein. Ja, weil eigentlich müsste Virgil... Ich weiß nicht, wo Virgil ist. Das, Ey, wer bist denn du? Siehst interessant aus. Könnt ihr das über Aranax erzählen? Ihr solltet besser mit einem dieser Panadiker... Fanatiker fragen, okay? Schauen wir mal noch zum Grab, wo Virgil da war. Virgil hat ja ein Grab besucht, als wir in Caladon waren. Hier ist aber auch nicht... Oder? Da oben war das, glaube ich. Seltsam. Okay. Dann gehen wir mal wirklich in den Panadi-Tempel rein und schauen, ob wir dort... Kanaldeckel. Ist das der Panadi-Tempel? Ja, das ist der Panadi-Tempel. Und das scheint der erste Typ zu sein. Oh, ihr seid es. Endlich seid ihr gekommen. Die einzige überlebende Person des Zeppelin-Absturzes. Ich habe euer Bild im Tarantinerboten gesehen. Ich bin Alexander, erster Schüler des Tempels. Ist mir ein großes Vergnügen, euch kennenzulernen. Was? Wovon redet ihr? Habt ihr eine Ahnung, was das bedeutet? Ihr seid es. Ihr seid der Lebendige. Es ist ein Wunder. Bauschen wir das nicht übermäßig auf? Übermäßig? Das ist ein kosmisches Ereignis. Die Rückkehr von Nasruddin. Das letzte Gefecht, das... das Ende der Welt, die wir kennen. Ich kann heute nicht lesen. Das letzte Gefecht, das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Und ein neuer Anfang. Das Erstaunlichste. Gut, ich bin der Lebendige. Tut, was ich euch sage und haltet den Mund. Natürlich, natürlich. Ihr nehmt sich mühsam zusammen. Vergebt mir meine Aufregung, erhabenes Wesen. Wir haben lange Zeit auf euch gewartet. Behalten wir es für uns. Natürlich, aber ihr müsst mir zuhören. Der Hohepriester hat uns gewarnt, dass wir mit eurer Ankunft rechnen müssen und befahl uns, euch als Hochstapler zu verspotten. Aus unerfindlichen Gründen weigert er sich zu glauben. Ich kann seine Einstellung verstehen. Die ganze Sache ist etwas seltsam. Er lacht. Es gibt Zeiten, da fällt es uns allen schwer, uns dem vorbestimmten Pfad zu folgen. Letztendlich spielt es wirklich eine Rolle, ob ihr hier seid oder nicht. Ihr scheint versessen darauf zu erfahren, was geschehen ist. Und die Wege euch und Aranax haben sich bereits gekreuzt. Wenn ihr einen Plan vereiteln wollt, müsst ihr die Rolle als des Lebendigen spielen. Macht es denn jetzt letztendlich einen Unterschied? Ich denke nicht. Ich wünschte nur, die Leute würden nicht mehr versuchen, mich zu töten. Ich mache mir keine Sorgen. Moment mal, die Leute töten uns ja gar nicht, weil wir haben ja mit der malachäischen Hand ausgemacht. Ihr wurdet nur ausgenutzt von den Dunkelelfen, also haben sie eh aufgehört. Ich mache mir keine Sorgen. Ihr seid so weit gekommen, was auch, was immer ihr auch denken mögt. Ich spüre, dass Schicksal einen würdigen Helden erwählt hat. Und jetzt, wie kann ich euch zu Diensten stehen? Was kann ich von den Leuten hier erwarten? Ihr solltet äußerst vorsichtig sein, wenn ihr euch zu erkennen gebt. Wenn ihr mit Hadrian und den Archäologen sprecht, solltet ihr es für euch behalten. Er ist ein großer Verfechter des Glaubens, aber alt. Es dürfte dauern, ihm zu überzeugen. Gunther Wilhelm ist ein brillanter Mensch und offen für neue Ideen. Ich glaube, er wird euch gleich akzeptieren. Ich habe noch Fragen. Was könnt ihr mir die Panadi-Kirche erzählen? Was mögt ihr wohl wissen? Woran glauben die Panadi eigentlich? Die Panadi und ihr Glaube drehen sich ausschließlich um Leben und Lehren von Nasruddin. Während seines ganzen Lebens und auch in den Jahren nach seinem Fortgang wurde viel über ihn geschrieben. Von Leuten, die ihn kannten, aber auch von Gelehrten, die sein Leben studierten. Was könnt ihr mir über Nasruddin sagen? Was möchtet ihr gern wissen? Wo war er? Nasruddin war einer der sehr mächtiger und weiser Elf, der im Zeitalter der Legenden lebte. Als Vorsitzender des Elfenrats war Nasruddin leibhaftiger und spiritueller Herrscher über alle Länder von Arcanum. 1000 Jahre führte er den Rat und herrschte Wohlstand im Land und alles war gut. Was ist passiert? Die Ankunft von Aranax leitete das Ende eines Zeitalters an Arcanum ein, von der Auflösung des Elfenrats bis zum Tod unseres genieten Nasruddin. Wie ist Nasruddin gestorben? Wer war dieser Aranax? Aranax war im Zeitalter der Legenden ein Elf der ursprünglichen Elfenrates. In den Geschichtsbüchern wird Aranax als ausgesprochen böse Elf bezeichnet. Er hatte ein persönliches Interesse darin, die Herrschaft über den Rat zu erringen und ihn für seine finsteren Pläne auszunutzen. Aranax glaubte, die Elfen sollten nicht nur Herrscher, sondern die anderen Völker unterwerfen. Nasruddin eilte zu unserer Verteidigung. Wo ist er jetzt?
Arunax wurde von Nasruddin und dem Rat nach einer gewaltigen Schlacht beim Ring von Brodgar verbannt. Arunax hatte einen Krieg gegen den Rat geführt. Es wird spekuliert, dass er versucht hätte, aus eigenen Motiven Nasruddin den Vorsitz des Rats abspenstig zu machen. Nasruddin starb in den Verletzungen, die in der Schlacht erlitt. Ihr sagt, er wurde verbannt. Was bedeutet das? Wenn Leute verbannt werden, werden sie in die sogenannte Leere geschickt. Die Leere und... Das ist durchaus ein Thema für sich. Viele behaupten, dass die Leere ein richtiger Ort sei, eine Existenzebene, wo die Bösen bis in alle Ewigkeit für ihre Vergehen büßen müssen. Andere behaupten, dass die Leere lediglich ein Zustand des Nichts sei, kein wirklicher Ort. Man weiß nur, wenn jemand verbannt wird, ist er nicht mehr hier und kann nicht wieder zurückkommen. Wie unterscheidet sich dieser Zustand vom Tod? Der Tod ist, wie uns die Magie lehrt, manchmal ein vorübergehender Zustand. Lebewesen können wiederbelebt werden. In der Leere gibt es keine Auferstehung. Verbannung war eine dauerhafte Lösung, die schlimmste aller Strafen. Sie wird nicht mehr verhängt. Manche glauben, das Wissen, wie es bewerkstelligt wird, sei für immer verloren. Noch ein paar Fragen über Arunax. Was bedeutet, dass Arunax verbannt wurde? Ich weiß zufällig, dass man doch aus der Leere zurückkommt. Er zieht eine Braue hoch. Ach, was wirklich? Woher wisst ihr das? Ich habe mit jemandem gesprochen, der es geschafft hat. Und, wer genau hat es geschafft? Das ist eine lange Geschichte. So, erzählst du ihm. Ihr wollt also erzählen, ihr wärt die einzige überlebende Person beim Absturz zu IFSC für gewesen? Ja. Habt ihr eine Ahnung, was das bedeutet? Ihr seid es. Ihr seid der Lebendige. Es ist ein Wunder. Bausch mal das nicht übermäßig auf. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. So. Wo ist er jetzt? Nasruddin ist seit über 2000 Jahren tot. Wie ist er gestorben? Ja, da ist in der Schlacht gestorben. Wo ist er gestorben? Im Archeon heißt es, Nasruddin reiste zur südlichsten Spitze des Landes, wo er sich zum letzten Ruhe bettete. Darum haben wir genau hier, dieser Tempel, wurde seinen übersterblichen Überresten errichtet. Ach so, deswegen ist Kaladan dann ganz unten am südlichsten Zipfel. Ach wirklich, und wo kann ich diese sterblichen Überreste finden? Die sterblichen Überreste von Nasruddin befinden sich genau unter uns, in der unteren Katakombe. Hinter den Türen, hinter mir gibt es eine Treppe. Sie führt in die Grabkammer hinunter zu dem Sarkophag, in dem Nasruddin beigesetzt wurde. Leider dürfen nur die Kirchenältesten und Pilger die sterblichen Überreste besichtigen. Oh, dann habe ich noch ein paar Fragen. Was ist mit den Lehren von Nasruddin? Was mögt ihr über sie wissen? Gibt es heilige Schriften, die ihr studiert? Wir studieren eine Menge Schriften, aber das bedeutendste Buch der Panar-Religion ist das Archeon. Das ist eine Sammlung, die als repräsentativ für die Lehren von Nasruddin angesehen wird. Dazu eine Reihe von Prophezeiungen, die in den Jahren unmittelbar nach seinem Tod gemacht wurden. Könnte ich in ein Exemplar einsehen? Das Archeon ist gleich da drüben, das große Buch auf einem Sockel. Das dürftest gern durchblättern und seine Weisheit erkennen. Wenn ihr euch über das unterhalten möchtet, was euch verwirrt oder unklar, stehe ich gern zur Verfügung. Noch ein paar Fragen. Was ist die Quintessenz von Nasruddins Lernen? Nasruddin war ein überzeugter Verfechter der Elfenphilosophie. Elfen glauben, dass alles und jedes seinen rechtmäßigen Platz in der Welt hat, dass diese Realität durch das Zusammenwirken der Erfahrung aller Lebensformen geformt wird. Gut und Böse spielen im Weltbild der Elfen selten eine Rolle. Was könnte man als Böse betrachten? Das Böse könnte man ganz allgemein als etwas beschreiben, das den Fortschritt der natürlichen Ordnung behindert. Ich schätze, wir haben es hier mit einer Grauzone zu tun, aber man könnte sagen, das Böse ist alles, was der Philosophie der Elfen diametral zuwiderläuft. Wozu ich anmerken möchte, dass selbst diese Dinge ihren Platz haben. Er lächelt. Es heißt, dass manche philosophischen Debatten der Elfen buchstäblich Jahrzehnte gedauert haben soll. Ihr werdet verstehen, warum. Könnt ihr mir einige dieser Prophezeiungen nennen? Viele Prophezeiungen. Was sagt die Prophezeiung? Ach, das ist jetzt alles so viel Text. Wurde jemals sonst noch jemand verbannt? Im Laufe der Jahrhunderte wurden auch andere verbannt. Im Archeon werden vier davon namentlich erwähnt. Gorgoth, der Fluch von Kree, Kergan und Krakatur. Natürlich gibt es noch andere, aber das waren die berüchtigsten. Erzählt mir vom Fluch von Kree.
Der Fluch von Kree war ein umherziehender Krieger, dem es gelang, fast alle der alten Nomadenstämme zu vereinen und sie zu einer gewaltigen Armee zu formen. Als seine Armee über die Stadt Kree hereinbrach, tötete er gnadenlos jeden Mann, jede Frau und jedes Kind, das dort lebte. Nasruddin musste sich ihm ganz alleine stellen und ihn verbannen. Krakatur. Krakatur war ein hinterlistiges, übles Monster, halb Mensch, halb Drache, der die Einwohner der Städte und Dörfer terrorisierte und diese bis auf die Grundmauer niederbrannte. Er besaß die Kraft eines Drachen und das dunkle Herz des schändlichsten Menschen und war unvorstellbar böse. Nach einem schweren Kampf unterlag er und wurde verbannt. Im Kampf verlor er ein Auge, das dem archäologischen Räumen aufgestellt ist, falls es euch interessiert. Verzählt mir von Gorgoth. Gorgoth war eine hirnlose Bestie mit unstillbaren Appetit. Er pflügte eine Schneise der Verwüstung von einem Ende Arknums zum anderen und legte auf seiner verzweifelten Jagd nach Nahrung alles in Schutt und Asche. Nach einem viele Tage währenden Kampf wurde er vom Rat endlich gefangen genommen und da es keine andere Möglichkeit gab, wurde der Entschluss gefasst, ihm das Arknum zu verbannen. Kergan war der allererste Magier, der sich jeder dunklen Seite der Nekromantie beschäftigte. Als der Elfenrat herausfand, was er trieb, forderte er Kergan auf, seine Studien einzustellen. Er weigerte sich, also verbannte man ihn. Ja, das war jetzt erstmal das hier. Aber bevor wir in die Palinari-Ding reingehen, möchte ich mir eigentlich wirklich erst Virgil holen. Und er hat gesagt, er geht nach Caladon. Also bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als Caladon komplett zu durchsuchen. Ja, schauen wir mal, vielleicht finden wir ihn. Ja, das ist die Panari-Religion. Da werden wir uns später noch etwas mehr damit beschäftigen. Weil die Panari-Religion ist, ja, ganz so unrecht hat sie ja nicht mit dem, was sie verbreitet. Ist es halt nur ein bisschen schwer für manche Leute, so an Religionszeugs zu denken, glauben, aber das ist ein Spiel und im Spiel kann ein, also für mich ist es zumindest so, und in einem Spiel kann Religion natürlich schon sehr bedeutend und elementar sein und wirklich auch die Wahrheit sagen. Und in dem Fall ist es halt wirklich so, wir sind, wie es aussieht, die Reinkarnation von Nasruddin, wir sind als der Lebendige wiedergekehrt und ich finde den blöden Virgil nicht. Der Giftpilz. Da ist er auch nicht. Da war er, glaube ich, auch nicht drin. Nee, das ist Mechaniker, der will sowieso nicht mit uns reden. Also, wie gesagt, diese Religionen sind so eine Sache für sich in dem Spiel. Und ich finde es schon ziemlich... irgendwie habe ich jetzt gerade den Faden verloren. Was soll ich nochmal sagen? Genau. Ey, da ist eine Falltür. Oh mein Gott. Menschengauner. Da ist Virgil. Wir haben Virgil gefunden. Er wurde mit Gaunern... Oh, ein Reptilgewehr. Er wurde von diesen Gaunern gefangen genommen. Da ist eine Auferstehungsrolle. Wir können ihn quasi wiederbeleben lassen. Weil normalerweise ist es im Spiel vorgesehen, dass Virgil hier stirbt. Und er ist jetzt nicht gestorben. Jetzt hoffe ich, dass ich nichts verbuggt habe. Sonst müssen wir den Spielstand neu laden. Seid mir gegrüßt. Mir scheint, also wir haben wohl beide ziemlich viel durchgemacht. Vielen Dank. Danke, dass ihr mich zurückgeholt habt. Virgil scheint verändert. In seinen Augen liegt ein merkwürdiger Ausdruck. Frieden liegt darin, aber auch eine gewisse Leere. Er betrachtet dich ruhig. Vielen Dank, dass ihr mich zurückgeholt habt. Ja, weil normalerweise müsste man ihn wiederbeleben. Was ist dir geschehen, Virgil? Diese Männer. Das waren die Männer, die meinen Bruder Lawrence getötet haben. Ich kam hierher, um mich ein für alle Mal meiner Vergangenheit zu stellen. Ich wusste, dass ich mich dadurch in den sicheren Tod begeben würde. Aber ich konnte nicht länger davor weglaufen. Was könnt ihr mir diese Geschichte erzählen, Virgil? Ja, das hat jetzt alles keine Macht mehr über mich. Bevor ich euch traf, bevor ich Joachim traf, war ich ein anderer Mensch. Ich war ein Verbrecher, wirklich bösartig.
Ich kann es nicht anders ausdrücken. Und es macht mir auch nichts aus, es euch jetzt zu gestehen. Ich führte das Leben eines Toten. Zumindest nach meinem damaligen Verständnis. Alles war mir egal. Ich lebte nur von einem Moment zum anderen. Hatte keinen Sinn für Recht und Unrecht. Ich habe gestohlen, gelogen und sogar gemordet. Ohne einen Gedanken an Moral oder die Konsequenzen. Die Männer, mit denen ich mich abgab, waren genauso. Solche Leute bleiben lieber unter sich. Als ich noch jünger war, zog meine Familie nach Caladon. Lawrence und ich standen uns in unserer Jugend sehr nahe. Aber das Leben, für das ich mich entschied, als ich älter wurde, stieß ihn ab und wir haben uns entzweit. Zu dieser Zeit war es mir egal. Die Toten haben keine Familie und erinnern sich nicht an ihre Vergangenheit. Dieser Ort ist ein Ort, an dem der Tod zu Hause ist. Es ist ein Ort, an dem sich Leute versammeln, um ihre dunkle Seite zu nähren. Ich kenne ihn gut. Viel zu gut. Ich habe hier eine Menge Zeit verschwendet. Zeit und Geld. Ich habe auch mit Männern gespielt, die damit ihren Lebensunterhalt verdienten. Eines Nachts habe ich mehr Geld verloren, als ich besaß. Als ich nicht bezahlen konnte, wurde ich körperlich bedroht. Aber was bedeuten einem toten Mann schon Schmerzen? Ich lachte nur, blutete und spuckte sie an. Dann drohten sie mir damit, meinen Bruder zu töten, wenn ich nicht bezahlte. Ich dachte natürlich, dass dies nur eine Drohung sei. Ich dachte mir am Ende gar nichts dabei. Das alles hatte ich hinter mir gelassen. Zumindest hatte ich das gedacht. Ich kann euch den Schmerz nicht beschreiben, der meine Seele zerriss, als ich Lawrence fand. Blutend und zerschunden. Alles Leben aus ihm gewichen. Ich verfluchte mich, die Götter und alles andere, das ich aufgegeben hatte. Dann rannte ich davon. Ich lief so weit und so schnell, dass ich mich an gar nichts mehr erinnern kann, bis ich schließlich auf der Türschwelle des Panari-Tempels erwachte, in dem ich Joachim aufnahm. Ja, und scheint das nicht schon sehr lange her zu sein, Virgil? Was? Wer seid ihr? Ich bin Prior Joachim. Joachim! Ja, ich bin es. Und ich muss mich entschuldigen. Ich war so damit beschäftigt, herauszufinden, wer euch zu töten versucht und warum, dass ich gar nicht daran dachte, ob ihr vielleicht auch in anderen Dingen meine Hilfe benötigen könntet. Aber ihr seid am Leben und darüber freue ich mich sehr. Woher wusstet ihr, wo wir zu finden sind? Ich hatte gehört, dass Virgil zurück in Caladon ist, und zwar allein. Ich befürchtete das Schlimmste, da ich ein bisschen mehr über seine Vergangenheit weiß als ihr. Daher habe ich die ganze letzte Woche nach ihm gesucht und ihn jetzt erst gefunden. Ihr habt euch sehr verändert, junger Virgil. Ja, Joachim. Und ich habe viel gesehen. Ich erinnere mich aber immer noch an die Lektionen, die ihr mich gelehrt habt. Nur mit deren Hilfe konnte ich all das überleben, sogar den Tod. Von dem Moment an, als ich euch sah, wusste ich, dass ihr etwas Besonderes seid. Dass ihr zu Größerem bestimmt seid, als das Leben, das ihr hinter euch gelassen habt. Und ich sehe, ich hatte recht. Der Lebendige hätte sich keinen besseren Gefährten aussuchen können. Ihr werdet in dem bevorstehenden Kampf ein mächtiger Verbündeter sein. Was habt ihr nicht die ganze Zeit gemacht, Joachim? Nun ja, seit ich Stillwater verließ, habe ich versucht herauszufinden, ob die Prophezeiungen noch irgendetwas darüber sagen, was genau ihr tun sollt. Falls mir nicht etwas Wichtiges entgangen ist, so ist Aronax noch nicht zurückgekehrt. Was habt ihr herausgefunden? Ich habe verdammt viel herausgefunden. Zwergenklane sind verbannt worden, damit Aronax wieder belebt werden kann und die ganze Welt zerstört. Und Aronax hat mir schon eine hat sich schon erschienen von mir und hat gesagt, ihr wird wiederkommen und alles zerstören und alles geht unter. Ah, das ist ja vielleicht eine Geschichte. Ihr habt das sehr gut gemacht und ich glaube, eure Reise nähert sich bald dem Ziel. Ihr müsst in die Leere gehen. Das hoffe ich von Herzen. Kommt ihr mit uns, Joachim? Nein, ich denke, ihr seid in fähigen Händen. Ich werde hier nicht mehr gebraucht, aber ich bin sicher, dass ich etwas finde, mit dem ich mich beschäftigen kann. Viel Glück! Möge der Geist von Nasruddin euch begleiten und euch den Weg weisen. Lebt wohl! Das war jetzt alles von Joachim, oder was? Lebt wohl, Virgil, was sagt ihr gerade? Ich sagte ja, dass ich heute Nacht hierher gekommen bin, um mich meiner Vergangenheit zu stellen. Und um meinen Bruder zu rächen, den ich verraten habe. Diese Männer waren die Männer, die ihn getötet haben. Ich wusste, dass ich mit der Last seines Todes nicht weiterleben konnte. Und ich konnte meine Feigheit nicht länger ertragen. Und hier habt ihr mich gefunden. Darf ich euch einige Fragen darüber stellen, Virgil? Ja, natürlich. Sagt mir, Virgil, war es das wert? Ist euch jetzt leichter? Ja, ich habe Lawrence gesehen, wisst ihr? Ich sah ihn auf der anderen Seite.
Wir haben nicht direkt miteinander gesprochen, aber ich fühlte, dass er Frieden gefunden hatte. Dass er mir nicht mehr böse war. Es nahm mir etwas meine Schuldgefühle und ermöglichte mir zu erkennen, dass jemand anders die Wahl für mich getroffen hatte. Ein anderer Mann. Und diesen Mann hatte ich im Stich gelassen. Die andere Seite erzählt mir etwas über den Tod, Virgil. Wie war es dort? Es war... Tja, wie soll ich das ausdrücken? Friedvoll. Ich kann mich nur an sehr wenig erinnern. Ich erinnere mich an einen grauen Ort. Warm, still. Es gab dort keine Schmerzen, kein Leid. Und ich erinnere mich daran, dass er irgendwie grenzenlos wirkte. Es war ein Ort, der eigentlich gar kein Ort war. Es gab keine Gefängnisse oder Strafen, nur grenzenlose Freiheit. Es hört sich an, als hätte es euch dort irgendwie gefallen. Das hat es. Auf eine merkwürdige Weise. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es ist, wenn man alles loslässt, das im Leben fesselt oder Vorschriften macht. Schmerzen, Trauer, Neid, Schuld. Es ist befreiend, sogar in all seiner Leere. Ich kann ehrlich sagen, dass ich zurückkommen wollte, um zu beenden, was ich mit euch begann. Aber ein kleiner Teil von mir wollte um jeden Preis dort bleiben. Und ich glaube, dass ich diesen grauen Ort immer bei mir tragen werde. Ein kleines Stückchen tot. Das ist sehr tiefgehend, sehr tiefgründig. Ja, natürlich. Und was ist mit dem Tod, Virgil? Erzählt mir davon. Das hatten wir jetzt schon. Ja, natürlich. Ihr hättet es mir erzählen sollen. Ich hätte euch helfen können. Das weiß ich. Aber es war eine Reise, die ich unbedingt selbst unternehmen musste. Das alles klingt so verdammt feierlich, stimmt's? Dieses weise Selbstfindungsgewäsch steht mir einfach nicht. Ich sollte besser einen Deckel darauf setzen. Es hat mich allerdings zum Besseren bekehrt. Und ich möchte euch noch einmal dafür danken. Tja, ja, noch ein paar Fragen. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Wollt ihr mich wieder begleiten? Ja, natürlich werde ich mit euch reisen. Als euer Beschützer und als euer Freund. Als ob ich eine verdammte Wahl hätte. Sind wir nicht alle nur Marionetten der Vorsehung? Und noch etwas. Ich bin nicht sicher. Aber ich glaube, dass bei alledem etwas mit mir geschehen ist. Vielleicht bin ich jetzt etwas besser darauf vorbereitet, mich Aronnax zu stellen, wenn die Zeit gekommen ist. Ich freue mich, Virgil. Sollen wir? Ja, machen wir weiter. So, meine Freunde, so sieht es aus. Ich werde jetzt in den Optionen im Sound die Sprache etwas lauter stellen, weil mir die gerade ein bisschen leise erschienen. Ja, das war's auf jeden Fall. Wir haben Virgil wieder. Die Story ist wieder vorangeschritten. Genau, und der hat jede Menge Zeug und eine unidentifizierte Axt. Okay. Na gut, wir werden jetzt im nächsten Part werden wir zum Panadi-Tempel gehen und werden dort auf jeden Fall dann schauen, wie es weitergeht. Ich denke, die Panadi sind jetzt eine gute Anlaufstelle und dort können wir auch noch was anderes besorgen. Und zwar etwas ganz Besonderes, das verrate ich euch aber noch nicht. Das werden wir dann erst im nächsten Part sehen. Ja, meine Freunde, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Das war wieder ein sehr schöner, storylastiger Part. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao!